So, ich hoffe, mal schauen, wie es jetzt aussieht. Stream gestartet. Ich hoffe, jetzt funktioniert da wieder das mein Ladebildschirm live. Jetzt sollte es da sein. Ich hoffe, jetzt ist da. Mal schauen. Stream sieht gut aus. Hallo Stream. Seid ihr da? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Kurze Frage. Ist der Sound da? Bist du verspätet unterwegs? Ich hoffe, jetzt müsste es sein. Ich sehe ein Bild. Bild ist da, Ton auch, Spark One, einen schönen guten Abend, schön, dass du da bist, Hallöchen. Ja, Bild und Ton auch, danke, 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 Matthias, danke. Ich habe gerade tierische Probleme, die Fahrzeuge ziemlich laut, ja, ich musste hier alles umstellen, weil ich habe jetzt die Einstellung vom guten Matthias übernommen, das tut mir jetzt leid, ich bin leise. Also mache ich mich ein bisschen lauter. So, wie sieht es jetzt aus? Mikrofon. So, hier sind die Autos. Dann regle ich die Autos ein bisschen runter. Jetzt müsste es besser sein. Im Gegensatz, schauen wir mal. Mikrofon zum Auto. Kurzes Feedback würde mich jetzt freuen. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen jetzt zum Rennen hier auf Mount Panorama. Dankeschön. Passt jetzt besser oder viel besser? Bist noch sehr leise im Gegensatz zu dem Autos. Dann machen wir hier einen Tacken lauter und jetzt müsste es auch sich verändern. So, jetzt würde ich richtig gut jetzt. Viel besser. Dankeschön. So. Ja, nach anfänglichen Problemen tut es mir echt leid. Sehr, sehr schade. Ich habe, mein Router hat sich wohl verabschiedet und ich habe wohl Probleme mit dem Server, weil Twitch spielt wohl gerade verrückt. Ich sehe, die Frameraten gehen rauf und runter. Ich sehe, es geht schon wieder runter. Nein. Ach, das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Vorhin funktionierte alles im Test, jetzt nicht. Also drückt mir die Daumen, dass meine Übertragungslate top ist. Ich habe, oh, da ist ein kleines Kuddelmuddel. Tim Behren steht in der Box. Mal schauen, wir haben da sehr, sehr viele BMWs heute am Start. Ich weiß nicht, warum das heute, muss es ausgerechnet heute sein. Es kann natürlich auch mit Halloween zusammenhängen. Ich habe jetzt den Frankfurter Server. Und vielleicht sind dann wieder heute extrem viele Streams unterwegs. So. Qualifying ist natürlich Ende. Bei meinem Problem ist das natürlich wieder sensationell gelaufen. Einfach wunderschön. Die Framerate geht wieder runter. Soapbox Peter, ja, schön, dass du da bist. So, mal schauen, wer da noch unterwegs ist. Wir sehen Markus Blumenthal. Blumentrat. Wie gesagt, zum nächsten Endurance-Rennen. Ich bin ja heute auch eigentlich nur eingesprungen, um den Chris zu vertreten, der bei der LFM streamt. Und also verzeiht mir, wenn es irgendwo hakt und ruckelt. Und das liegt leider nicht an mir. Thomas Jansch ist da auch noch unterwegs. Vielleicht gibt es da eine Verbesserung. 73.000stel hinter Christopher Schmidt. Und nein, da gibt es die Flagge. Und wir sehen Jan Drexler. Beide zeitgleich 0,73.000stel. Das ist schon... Kann man mal so machen. Ja, Soapbox, ich weiß, aber das ist das, was mich ärgert. Ich möchte eigentlich immer gut übertragen. Und dann, wenn Twitch nicht mitspielt oder die Server... Kannst du machen, was du willst. Da bist du einfach nur... So, Session ist zu Ende. Und jetzt kommt der gute... Ich muss noch meinen Zettel nehmen. Matthias hat mir so eine kleine Einweisung gegeben. Zwischen Quali und Starting Grid
soll ich jetzt was für euch machen. Und das machen wir natürlich auch. Und zwar haben wir, wie hieß er? Den Trailer für Dings. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, das war einmal der Trailer für Soapbox. Und dann gehen wir jetzt wieder in den Livestream rein. Und dann müsste es jetzt gleich funktionieren, wenn ich hier den Starting Grid anmache. Nur, da kommt's. Wunderbar. Also auf der 1, da geht alles durch. Ich hoffe, ich muss den anderen noch ausmachen. Nein, der muss anbleiben. Um den Hintergrund nicht zu behindern. Da sind wir jetzt in der Startaufstellung. Ihr seht, es läuft durch, wie die Fahrer hier gehen. Stefan Brocke. Soapbox Britta, wie sieht's denn aus? Auch streamtechnisch läuft es jetzt oder ruckelt es noch ein bisschen? Ich muss mich da echt entschuldigen, jetzt schon bei euch. Ich habe es immer gemacht, regelmäßig den Router neu gefahren und. So, wir lassen einmal das laufen, weil wir müssen das hier einblenden. Jetzt haben wir es drin. Wunderbar. Da sehen wir die Startaufstellung, wie sie durchlaufen. Auf der 12 Pierre Meyer im Audi. 7-mal gestartet, 3-mal auf dem Podium. Alles gut, sehr schön, danke. Tim Behrendt von Apollo im Aston Martin. Dann haben wir Alexander Rütz aus Österreich. Nächste ist der Marcel Bauer auf der 15 Aston Martin. Wir kommen zur Position 16. Matthias Wegle im BMW. Des Weiteren Vladi H. auf der 17. Wir kommen zu Position 18. René Brey im Honda. Da freue ich mich richtig drauf, ihn zu sehen. Die 22 trägt sein Auto. Mit der Startnummer 7 Jeff Everts auf der 19 aus der Niederlande. Wir haben Jan Hansel, Position 20 im BMW. Gefolgt von Ricky Krebs mit der 1 auf der Position 21 im Ferrari. Auf Position 22 Tobias Martini im Ford Mustang. Auf der 23 Falk, Moritz Falk im Ferrari SPR. Dann haben wir Tore Themann, Position 24 mit der 112, also nicht, dass ihr Feuerwehr rufen wollt. Dann kommen wir zu Detlef Kreb mit der 67 auf Position 25. Auf der 26 haben wir Jakob Hausinger mit der 437. Position 27 Alvin Orkun-Busian. 28 Sascha Sostak. Entschuldigung, wenn ich mich verspreche oder es falsch ausdrücke. Jens Alus auf der 29 mit der 72. Dirk Nies mit der 797 im BMW auf Position 30. Auf der 31 Florian Wilmer mit der 444 ebenfalls im BMW. Dann im Audi Bastian Holter auf Position 32, die Startnummer 12. Wir haben im Aston Martin Patrick Schröter auf der Position 33 mit der 292. Wir kommen zur Startposition 34, Alexander Maisch, die 222. So, damit sind wir durch. Ich kann den Starting Grid wieder ausmachen. Die Szene wird angemacht, da haben wir die Bilder. Wir gehen jetzt auf RaceGaps, zack, damit wir wissen, die Abstände. 1 Stunde 30 haben wir gleich
Zeit zum Fahren. Wir werden schauen. Boxenstopps haben wir vor. Einmal aus der Perspektive. Schön in Reih und Glied steht. Das stehen die da. Schaut euch dieses sensationelle, geile Feld an. Mal schauen, können wir das mit TV1 machen, dass wir da durchfahren. So sieht's aus. Ist das ein geiles Bild? Jawohl, es ist ein geiles Bild. 34 Starter am Feld. Und da machen wir doch mal glatt einen Clip von, dass bis es losgeht, um, damit wir wissen, woran wir sind. So, mal hinten, wie sieht's da aus? René Brey im Honda. Und hinten Patrick Schröter. So, wo ist der Heli? Da ist der Heli. Alexander Maisch, Turtle Speed Racing auf dem letzten Position. Der wird jetzt gleich das Feld vor sich herjagen. Und ich sag dazu schon mal. Gentlemen, start your engines. So, ich hoffe, die Einspielung hat funktioniert, weil ich muss das noch ein bisschen verfeinern fürs Endorennen auf jeden Fall. Haben wir dann alles wieder so, wie es sein soll. Und ich sehe, meine Frames gehen schon wieder runter. Ach nee, bitte, 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 komm, anderthalb Stunden streichle ich euch jetzt den Router, damit das hier alles hundertprozentig läuft. So, dann machen wir mal die Commands nochmal rein für diejenigen, die da was machen wollen. So, hier geht das Feld jetzt auf die Einführungsrunde. Nehmen wir mal den Pierre Meyer. Oh, DB3 Motorsport, den Audi erwischen wir natürlich. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, Fahrerwünsche, wo ich hinspringen soll, bitte sagt Bescheid. Und ich versuche dahin zu gehen. So, Hallöchen Marc, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. So, wir schauen mal, wo ist das Feld? Vorne, die sind jetzt am Berg noch in der Einführungsrunde, da geht es gut zusammen. Und damit ihr auch wisst, was los Sache ist, blenden wir jetzt noch mal ganz schnell ein. Ich habe es vergessen, hier sind die Renntermine, die jetzt noch anstehen, der Sprint Cup Serie A, nächste Rennen dann in Zolder in 2 Wochen. Und das sollte ich dann natürlich hier auch einblenden, wurde mir gesagt. So, da ist derjenige, der hier streamt. Das ist das, der Pixelfehler zum der Stimme, damit ihr wisst, wer wo jetzt oder mit wem ihr es zu tun habt. Deswegen, ich mache mich auch wieder weg hier, damit ich im Stream mich voll auf die Fahrer konzentrieren kann. Ja, ich sehe, es ist immer noch, es ruppelt sich alles zusammen. Wahnsinn, das gibt's einfach nicht. Es gibt's nicht. Marc, wie war denn dein Tag? Ich hoffe, alles zu deiner Zufriedenheit. So, das mal rein. Sind jetzt hier auf der Gegengerade. Geht's runter Richtung The Chase. So, dann macht er mal das Licht aus. Gehen wir mal auf den Matthias Wiggel.
mit der 76 im BMW. So, jetzt gehen wir natürlich nach vorne. Double File wird eingenommen. Anfahrt zur letzten Kurve. Und dann geht es jetzt hier rüber. Und dann haben wir gleich einen Start. So, Abfahrt zum Rennen. Anderthalb Stunde auf Mount Panorama. Geiles Bild. Sieht total super aus. Und Abfahrt, es geht los. Wir haben ein Rennen. Anderthalb Stunden Mount Panorama sind eröffnet. Die erste Kurve, mal schauen. Wie sieht's aus? Kommen sie alle gut durch? Das sieht sehr gut aus. Spring mal schnell durchs Feld. Nicht, dass da hinten irgendwelche Karambolagen passiert sind. Nein, das Feld ist gut durchgekommen. Keine Unfälle bis jetzt zu sehen. Also momentan hinten Patrick Schröter am Ende des Feldes. Also alle gut durchgekommen. Sehr, sehr schön. Leichte Berührungen sind natürlich dabei. Das gehört zum Rennsport dazu. Schaut euch das an, wie die Meute jetzt hier losgeht. Tobias Martini im Ford Mustang gleich voll bei der Sache. Jetzt geht es hier hoch. Erste Mal durch die enge Schikane. Alles super gelaufen. Vorne die Abstände natürlich ganz, ganz nah. Stefan Reisegast versucht da dran zu bleiben. Thomas Jansch hat sich da schon mal 6 Zehntel abgesetzt vom Christopher Schmid. Aber hier doch Stefan Reisegast für die Thoma ganz, ganz eng. Da sieht es richtig eng aus. Auf der 10 ganz noch der Jan Drexler. Hier wie an der Perlenkette gezogen. Skidmark Racing geht es hier runter in die SS. Umsetzen, aufpassen, nicht einschlagen, Auto nicht beschädigen. So, und ich sehe auch guten Abend, Acerle, einen schönen guten Abend, Andi, wie geht's dir? Und danke für dein Abo im 17. Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe zwar jetzt keine Alerts da, ne, weil das ist alles gerade. Und ja, ich weiß, Andi, wie sieht's jetzt aus? Ich habe total die Schwankung hier vom Server. Der geht immer rauf und runter. Und erstmal noch wirklich in deine Richtung gute Besserung. Seh zu, dass du ganz schnell wieder fit wirst. Denn Twitch ohne Acerle ist nicht Twitch. So, hier sehen wir neue schnellste Runde. Vorne Thomas Jansch mit einer 2.07.5.5.5. Ja, ich habe volle Drops, aber volle Granate. Mir ist, ich habe gerade die Anzeige bei OBS, es ist rot, total. Und ich habe schon einen Router neu gestartet. Ich habe den Server gewechselt. Ich habe meinen Enhanced Broadcast ausgemacht. Alles versucht. Ich glaube, Twitch hat wohl gerade ein paar Probleme. Oder die Geister, die draußen rumlaufen, haben meine Internetleitung gekappt. Das könnte natürlich auch sein. So, Tim Behrendt ganz nah dran. Hier im Apollo Motorsport Aston Martin. Mit der geilen Lackierung hinten mit dem Tiger. Und wenn es gleich nicht wirklich besser wird, werde ich noch mal kurz den Stream ausmachen. Es tut mir leid für euch, also weil so macht es keinen Spaß. Für mich nicht, für euch nicht. Ich kann keine Kontrolle gucken, wie die Bilder aussehen. Die sind nämlich voll am Ruckeln und der geht hier voll im Keller, aber voll im Keller. Andi, kurze Frage, ist das anschaubar, ja oder nein? Also, wenn du mir jetzt sagst, geht, dann könnte ich so laufen, dass wenn du sagst, es ginge besser, versuche ich gleich meinen Stream nochmal neu zu starten. Wir warten mal, bis das Feld sich jetzt so ein bisschen auseinanderzieht. Hier der Benjamin King im Porsche, auch da wirklich schöne Lackierung.
So, mal schauen. Da hinten haben wir Tim Behrendt jetzt ganz da dran. René Brey im hier Honda. Auch da gehen jetzt zum Sascha Zostak auf der 31 ganz nah dran. Also ist alle noch fast in Schlagweite. Noch nichts Großartiges passiert in den ersten Runden hier. Das wird sich aber definitiv gleich noch ändern, wenn das Rennen länger ist. So, ganz nah dran versucht er da jetzt außen vorbeizukommen. Ja, nimmt den weiteren Weg. Nein, setzt sich da hinter Tore Themann. Dann schauen wir uns den doch mal an. Da haben wir ihn. Der ist davor. Upsala. Der greift jetzt nämlich gerade den Dirk Nees an. Der fährt noch davor. Also hier eine BMW-Meisterschaft, kann man schon fast sagen. Ups, da war ein Einschlag. Da war ein Einschlag, jawohl. Wer ist es? Das war ein Mustang. Tobias Martini. Was ist da passiert mit der 217? Schauen wir mal rein in die Wiederholung. Kriegen wir es hin? Da sind wir noch Anfahrt. Oh, zu den SS. Ich habe arge Befürchtung. Ja, das sah noch gut aus. Da kommt er zu weit raus und dann, bombs, schlägt er ein. Jawohl, da bist du nur noch Passagier. Muss ich jetzt einmal richten. Ich hoffe, das Auto ist nicht zu sehr krumm, aber ich vermute mal, der wird jetzt gleich reingehen in die Box. Ja, da geht er auch schon rein in die Box. Auto kaputt, er muss reparieren. Sehr, sehr schade. Patrick Schröter kämpft jetzt hier mit dem guten Alexander Maisch vor ihm. Wie sieht es vorne aus? Pierre Meyer, da gehen wir mal ganz schön nach vorne im Audi auf der 9. Matthias, wie sieht es aus? Kann man es gucken oder soll ich nochmal Neustart riskieren? Weil das passt mir eigentlich nicht, dass ich so viele Drops habe. Ich habe natürlich ein geiles Bild, aber was nützt das, wenn ich es habe und ihr nicht? Oh, das ist so am Ruckeln. Oh, nee. Wisst ihr was? Bei dir geht es ohne Ruckeln. Also ich habe hier wirklich Verluste ohne Ende. Ich habe jetzt schon 100.000 Frames weg. Das ist über die Hälfte. Sonst würde ich nämlich jetzt noch mal einmal kurz neu starten. Ich weiß nicht, Matthias Hohn kennt meine Streams sonst. So, wir schauen mal, was macht Andreas Rütz. Der Alexander Rütz kommt da näher. Spreewaldgurke, danke für die Information. Hab nur die Leistung auf 720 runter. Okay, F5 und geht ganz gut. Hey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist das Problem. Also, ich habe so viel Verluste hier. Und jetzt sieht es gerade wieder gut aus. Ich schaue es noch ein paar Minuten an. So, René Brey, da ist er. Am Überholen im Aston Martin, im Honda. Wir schauen mal rein. Wie sieht es aus? Da ist er hinter. BMW vom Vladi H. Und Vladi sieht da den Honda. So sieht der Honda von vorne aus. Hier kein Ruckeln. Okay, wenn ihr sagt, das ist so in Ordnung, dann bleibe ich dabei. Ich höre natürlich auf meine Community. Wenn es schlimmer wird, bitte seid so ehrlich und sagt es mir, dass ich hier dann neu starte. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr stinkig seid und sagt, boah, was ein Scheiß. Das kann man sich nicht angucken. So, vorne
Sebastian Brocke. Abstand von 0,4 zum Philipp Thoma und der ist dann auch 0,4 hinterm Cypress, Dominik Cypress. Also schöne Zweikämpfe da vorne. Und Torsinado, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Auch wenn Sonne schlechte Qualität ist. Das ärgert mich selber. Und da vorne sehen wir den Überholvorgang. Kommt er auf der Bremse vor the Chase? Ja, Philipp Thoma zieht vorbei. Kommt da der Konter? Wir schauen, was macht Dominik. Dominik Cypress kommt ein bisschen im Dreck. Teamkollege von ihm sieht, der Sebastian Brocke von Skidmark zieht da außen vorbei. Hoffentlich hat das da nichts gekostet. Schöner Überholvorgang mit Kontakt, mit Rasenkontakt. Und jetzt mal schauen, wann der Konter kommt. Dann haben wir den Benjamin King, dann gehen wir nochmal rein. Hier im Porsche schaut sich das Ganze an. Gerne mal wieder zu Reisegast gehen, kein Problem. Sagt mir Bescheid, Reisegast auf der 3, können wir gerne machen. Da haben wir ihn, bitteschön. Madcap Racing, im BMW, bitteschön, da seht ihr ihn. Also, Sprinkelgurte, wie sieht es bei dir aus? Fernseher immer noch katastrophal oder? Gucken wir uns mal das Auto an. Wie sieht er aus? So ist, da haben wir ihn. Popometer gibt es da. Jawohl. Ja, der Herr King greift an, aber Jan Drexler ist da noch näher dran. Oh, die 14, Matthias Weggel, ein bisschen Gas rausgenommen, war langsam unterwegs, da haben wir ihn, Hove Sim Racing, muss nach hinten schauen, denn da kommt Tim Behrendt im Aston Martin, ich weiß, den kenne ich auch von anderen Ligen. Ja, kann er sich daran saugen? Hast Fernseher ausgemacht. Okay, wenn dir das Handy reicht, ansonsten beschwer dich ruhig. Boah, jetzt komm. Na, verteidigt hier alles. Wie sieht's nach hinten aus? Nein, Entschuldigung, nach hinten, da haben wir ihn. Da kommt Tim Behrendt dran. Aber Benjamin King, da haben wir ihn im Porsche, wir hören's. Haut hier ab. Ist da jetzt zwischen den beiden BMW schon? Hier geht's hoch. Kommt da der Angriff jetzt in der Bergaufpassage? Ja, Porsche sieht aus, als wenn er hier ein bisschen besser geht. Auf der 16 Marcel Bauer. Gehen wir nochmal hin im Aston Martin. Robbt sich da auch an. Matthias Weggel dran und Tim Behrendt. Tim Behrendt ist jetzt vorbei. Und damit ihr auch wisst, was die unterschiedlichen Farben bedeuten für die Leute, die natürlich nicht regelmäßig hier sind. Die Insider von euch wissen natürlich, die weißen, wo ihr die Nummern seht mit den weißen Farben, das ist die Pro. Dann haben wir die Silberfahnen, zum Beispiel bei dem B King, die 54, das ist ein Silberfahrer, also die Silberliga. Und rot sind die Amateure, also die Amateurklasse. Und vorne sehen wir natürlich, da haben wir alles die Profahrer. Hier vorne Thomas Jansch. Ja, wir sehen Stefan Reisegast. Da ist die violette Uhr davor. Der hat, da haben wir ihn, die schnellste Rennrunde Madcap Racing. Und der gute Christopher Schmidt von Hovesim Racing möchte da die Madcap-Fahrer ein bisschen ärgern.
hat sich dazwischen gesetzt. Also schauen wir mal an, Manufaktors, so ist es verteilt, dreimal BMW, dann kommt ein Aston Martin, wieder BMW, BMW, Porsche. Also wir sehen auch der Audi als Exot dabei, natürlich fällt René Brey mit seinem Honda definitiv auch auf, wie es aussieht. Mal schauen, wir gehen zu den letzten und da sehen wir, Ford Mustang ist auch dabei, das ist das Schöne, der Martini, also ein Ford Mustang, da gehen wir doch mal glatt hin auf den guten Martini. Da haben wir den, der war schon in der Box. Hatte da den Einschlag, deswegen jetzt hier der geile Sound. Wir gehen mal drauf. Hört euch diesen hammergeilen Sound an. Und das Schöne ist, nächstes Jahr das HRT-Team setzt ihn live in der DTM ein. Da freue ich mich schon. Auch bei der NSL werden wollen sie dabei sein. Ich freue mich da schon richtig drauf, denn ich bin ja regelmäßig an der Nordschleife und gucke mir die NSN-Rennen an oder auch 24-Stunden-Rennen. Jan Drexler, oh, ganz nah dran. Ganz nah dran, mal schauen. 02 zeigt mir da der Monitor an. So, auf der 11, gucken wir mal nach. Das ist der Führende der Amateurwertung, Mike Bugler, hier im Ferrari. Und der zweite, das ist der Markus Blumentrat von Skidmark. Also hier sehen wir dann Tim Behrendt, der Drittplatzierte der Amateurwertung. Und auch ein bisschen Werbung in einer Sache muss ich natürlich machen. Hier geht es zum Discord von meinem Kanal. Wer Lust und Laune hat, könnt ihr euch drauf gehen und euch da die Regeln durchlesen, Haken setzen. Dann bekommt ihr von mir die nötigen Rollen und dann könnt ihr alles sehen, was da so abgeht. Mal schauen. Da haben wir Benjamin King. Das ist der Führende der Silberliga, der Silberwertung auf Position 7. Dann sehen wir, auf der 13 ist der Zweitplatzierte. Da haben wir Alexander Rütz. Und dann haben wir den Drittplatzierten. Das wäre Matthias Weggel. Aber wir sind ja erst gerade 17 Minuten am Fahren. Da kommt ja noch einiges. Und wir sehen, da fliegen Funken. Holla die Waldfee. Benjamin King, ja, setzt sich jetzt ein bisschen ab, aber muss auch aufpassen. Ioannis Zeus versucht da dran zu kommen, dahinter. Oh, Jan Drexler ganz nah dran. Am Audi R8 von Pierre Meyer. Machen wir einen kleinen Vergleich der beiden. Die Zeiten, da habt ihr sie, 201, 201, die sind ja fast identisch. Also die fahren wie ein Uhrwerk. Ja, Matthias, du feuerst hier das Apollo Motorsport Team an. Also einen Fahrer kenne ich definitiv, den kenne ich aus einer anderen Liga, die ich auch streame. Das ist der gute Tim Behrendt. Ob da jetzt noch ein anderer Fahrer ist, kann ich dir leider nicht sagen. Muss ich gleich mal durchschauen, vielleicht sehen wir noch mal jemanden. Und ansonsten schreib es mir und ich gehe natürlich auf den Fahrer drauf. Oh, Pierre Meyer, ups, kurz lupfen. Ist jetzt hier im BMW-Sandwich und kriegt da den Schlag. Kriegt den Schlag hinten auf die Hinterachse. Und nein, jetzt ist er da. Muss natürlich das ganze Feld vorbeilassen. Und die 10 hier, da kommt einer nach dem anderen. Ist das ärgerlich. So, aufpassen. Da schauen wir doch mal nach die 40, was da passiert ist. Ich glaube, da war die 116 mit involviert. Wir gucken nach. Einmal die Wiederholung. Da ist es. Sitzt da im Windschatten, saugt sich ran und dann kommt von hinten, nein, da ist noch nichts, kommt von hinten der BMW, verpasst den Brennpunkt und patsch, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja, der Jan Drexler, vielleicht weiß man nicht, hat er da auch einen Schaden an sein Auto? Natürlich sehen wir da ein wenig, die Spaltmaße sind nicht mehr so, wie sie sein sollen. Also, der Treffer hat auch sein Auto geschadet. Springen aber hier zu Ioannis Zeus, denn der ist an Benjamin King dran. Der Profahrer will da natürlich an dem vorbei, Silberfahrer, aber mal schauen. Und auch da der Porsche-Fahrer im
Sandwich der Skidmark Racing Jungs. Und der macht das richtig gut mit seinem Porsche, muss ich sagen. So, was macht's? Oh, was gibt's da hinten im Feld? Da ist was passiert. Oh, ja, nein, Jan Hansel, Project New Racing, hat sich da weggedreht. Und, oh, das Auto ist krumm. Das Auto ist krumm, schauen wir mal. Aber der ist richtig krumm. Was macht das Cockpit? Das ist bestimmt quer, das steht ja richtig quer. Wir schauen einmal die Wiederholung an. Mit der 941 zeigt er mir gar nicht an, dass er einen Unfall hatte. Aber das Lenkrad ist einfach nur krumm. Der wird jetzt auf direktem Weg. Oh, wir kommen richtig. Pierre Meyer geht hier vorbei an der 67 an dem guten Detlef Kiep. Und Detlef Kiep denkt gerade, oh, ich bin da voll im Ringe, umrundet von den Audi-Zeichen. Vorne Pierre Meyer und dahinter der gute Bastian Holter. Matthias, soundmäßig alles noch in Ordnung oder muss ich da irgendwas noch machen? Also mein Bild sieht eigentlich gut aus, dass da nichts ruckelt. Da haben wir Sascha Zostak. Hat sich da jetzt gerade, wurde da gerade überrundet. So, Pierre Meyer, wir sehen die Krebs und Kebs, was machen die? Die sind langsam unterwegs, haben gelupft. Vorne der Ferrari. So, vor ihm hat er den Audi und hinter ihm, da ist der BMW. Detlef Kiep, da haben wir ihn von Hove Sim Racing. Saugt sich daran. Kommt da der Angriff auf der Bremse? Der schert er aus? Nein. Und wir hören von hinten, kommt da angeflogen der Audi. Sound ist gut, sehr schön. Nur die Bildqualität, das Bild ruckelt. Und schaut euch das an. Hier Tür an Tür geht es hier vorbei. Benjamin Holter holt sich hier die Position 21. So, aber da kommt bestimmt ein Konter. Da kommt bestimmt ein Konter. Wir gehen auf Detlef Kiep. Wie sieht's aus? Saugt sich da ran. Gehen jetzt mal schnell in den Helikopter. So, da sieht's doch viel besser aus. Aus dem Windschatten versucht er rauszukommen, aber doch, auf der Bremse. Auf der Bremse holt er sich die Position 21 zurück. Direkter Konter gegen den guten Bastian Holter. Also die beiden müssen wir da mal im Auge behalten. Die werden natürlich, gehe ich mal von aus, noch einiges zu feiten haben. Aber Bastian Holter, der Profahrer hier hinten in den Amateuren. Aber wir sehen, die Amateurfahrer sind da richtig fix zusammen. Matthias Weckl, 303 Zehntel dran. Kommt da jetzt dran, vor ihm Tim Behrendt von Apollo Motorsport. Kommt da aber nicht nah genug dran. Der Aston Martin hat natürlich auch richtig Bums, sag ich mal. So langsam ist der natürlich nicht. Aber wir müssen weiter nach vorne springen, denn da ist ein heißer 2-3-Kampf in Gange. Und zwar Janos Zeus möchte an Dominik Cypress dran. Und dahinter Mike Buckler.
möchte da auch noch mitmischen. Da haben wir ihn im Ferrari. Wie sieht der Ferrari aus? Da waren wir noch nicht drauf. Ah, zeigt sich. Kommt aber an die beiden BMWs nicht dran. Vorne Ioannis Zeus mit der 777. Wie sieht sein Auto aus? Mal gucken. Nein, das ist der in der Mitte. Ah, das Auto sieht ganz aus. Was macht sein... Oh, aber da bei Dominik Cyprus, da sehen wir, klappert die Motorhaube oder wie so ich immer so schön sage. Dem ist wohl zu heiß geworden. Der braucht Frischluft. Wie sieht es vorne aus? Christopher Schmid bleibt dran. Eine Sekunde hinter Thomas Jansch. Und der hat sich jetzt, die beiden haben sich jetzt schon mal 5,4 Sekunden abgesetzt vor Stefan Reisegast, der vorhin die schnellste Runde hatte, aber jetzt mit einer 1,59,937 hat sie sich Christopher Schmid geholt. Schmid, Entschuldigung, nicht Schmid, Schmid. Also die beiden versuchen da von dannen zu ziehen. Da haben wir den drittplatzierten Stefan Reisegast. Kann das Tempo nicht gehen? Mal schauen, wie sehen die Zeiten aus. 2:00, eine Zehntel. Da war er ein bisschen schneller. Da waren die wieder schneller, eine halbe Sekunde. Also es tut sie nicht, aber er kann das Tempo nicht gehen, was die beiden da vorne fahren. Was macht Philipp Thoma? Auch hier Madcap Racing im Aston Martin. Und wir kommen rechtzeitig live on Streamflug. Eigenwillige Linie, diese The Chase hier, also Gott sei Dank kein Einschlag, aber auch das Auto sensationell gut abgefangen. Und wie gesagt, immer wieder, meine Zuschauer wissen es, ich mache regelmäßig Clips und die lade ich dann bei TikTok hoch von den einzelnen Rennen, wenn ihr Lust und Laune habt. Selbst da findet ihr unter Detonator 70 mich und könnt euch da nochmal so ein paar Clips anschauen. Oh, der Herr King, wie sieht es da aus? Wo ist er? Ganz nah dran, versucht sich jetzt an den guten Jan Drexler. So, der Herr Bugler, 04 dran, nähert sich jetzt im Ferrari den beiden vor ihm fahrenden BMW von Skidmark. Kommt da nicht richtig dran. Ja. Und dahinter Benjamin King. Oh, wir sehen es aus dem... Ja, Tür an Tür hier. Geile Aktion. Oh, da sehen wir es. Nein, Benjamin King ist vorbeigefahren, ist auf der anderen Seite. Oh, tolles Überholmanöver, aber dahinter, selbst da geht es auch noch Sache. Alexander Rüz. Holla die Waldfee, geht hier die Post ab.
Auf der 7, nein, Mike Bugler, da haben wir ihn. Ja, kommt da nicht wirklich dran. Also die fahren da wirklich fast alle auf gleich. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade sagen, Ioannis, aufpassen. Wie sieht's aus? Jetzt aber. Jetzt kommt. Na, ich weiß nicht. Traut er sich? Schert er aus? Nein, er bleibt dahinter. Also, wir sehen es ja. Der BMW hat halt richtig Schmackes. Und die kommen nicht vorbei. Man muss mit dem Fehler des Vordermanns da rechnen, damit da was passiert. Da haben wir Marcel Bauer im Aston Martin. Kommt da an den Matthias Wegler nicht dran. Wir gehen mal zu Dominic Cyprys. Da fährt vorne weg. Auch da müssen wir natürlich... Schaut euch da hinten die Kette an. Wie an der Perlenkette kommen sie da rum? Was macht Moritz Falk? Wir fahren mal beim Moritz Falk mit hier. Snail Pace Racing im goldenen... Ist das ein Gold? Ist das Gold? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Mal schauen... Ja, ich würde schon sagen, ja, ist Goldlack. Das kann man so sagen. Im goldenen Ferrari. Und dann auch ein Name, den ich kenne. Jens Alusa. Dann schauen wir mal, wie er sich hier den BMW pilotiert. Gehen wir mal auch bei ihm direkt mal ins Cockpit rein. So sieht's aus. Hier geht's jetzt die enge Kurve. Und warum stehen da drei Fahrer in der Box? Was ist da los? Reparatur oder... Ah, die stehen schon länger. Nein, die werden wohl nicht abgespielt. Dann Detlef Kep ist es. Der hat, glaube ich... Jan Hansel steht auch in der Box vom Project New Racing und wir haben Jeff Ewerts, die in der Box stehen. Das ist natürlich sehr, sehr... Oder auch Alexander Maisch hier im McLaren Turtle Speed Racing. Kommt hier jetzt hoch, Turn 2. Oh, Vorsicht beim Anbremsen. Wer ist da hinter ihm gewesen? Da haben wir Florian Wilmer. Da, auch da sehen wir schon die geöffnete Motorhaube. Der hatten wohl einen heftigen Einschlag gehabt auf 28 liegen. Jawohl. Gucken, wie sieht's aus? Lenkrad. Oh, das Lenkrad ist etwas krumm. Also, aber wohl noch fahrbar. Sonst würde er ja schon an die Box kommen. Alvin, da waren wir auch noch nicht. Schauen wir mal. Alvin, Orkun, Busian. So, und jetzt, ich sehe es. Volle Leistung. Server, na, kaum sage ich es. Geht er wieder runter? Nein, doch nicht. Also, jetzt muss selbst der Stream im Fernsehen. Also, Spreewaldgurke, tu mir mal bitte einen Gefallen. Mach doch mal deinen Fernseher an und guck mal, ob es jetzt selbst am Fernsehen gut ist. Wenn ich das so sehe, müsste das jetzt eigentlich laufen. Da war wohl wirklich ein Problem bei Twitch, denn jetzt zeigt er mir volle Leistung an. Ich würde mich freuen, wenn du sagst, jo, du hast recht. So, und da vorne sehen wir, geht's richtig zur Sache. Wir nehmen mal Tim Behrendt, das ist derjenige. Alter Verwalter, vier Stück, was sage ich dazu? Don Myrte, danke, dass du schreibst. Don, ist das richtig? Don Myrte. D.O. würde ich schon fast sagen aus Dortmund, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Herzlich willkommen, erste Mal gechattet. Und ja, hast ja Glück gehabt, denn darüber gibt es die Commons. Die sind dann eigentlich für dich. Schaut euch das an. Tim Behrendt hier mit vier Fahrzeugen durch The Chase. Viermal The Chase. Fünf. Was macht ihr mit mir? Glück auf. Nürburgring Fascination.
Danke, danke. Ja, wie gesagt, also ich sehe es gerade, volle Leistung jetzt. Twitch hat sich wohl repariert oder die haben wohl Probleme gehabt. Ich habe nämlich voll die Serverprobleme und jetzt ballert's raus. Schwere Zeiten aktuell für euch. Warum Nürburgring Fascination? Was ist da los? Warum schwere Zeiten? Alter, guckt euch das an. Ist das einfach geil. Das ist Racing und das ist das Schöne. 34 Autos hier auf der Strecke. Das macht doch wohl Spaß. So, was sieht vorne? Mike Bugler, da kommen sie jetzt hoch. Die drei sind hier auch am Fighten. Mike Bugler, Dominic Cyprus mit den etwas ramponierten BMW und dahinter Ionos Zeus. Der wurde jetzt schon überholt. Das heißt, der gute Mike Bugler ist da im Sidmark-Sandwich. Ach so. Ja, interessiert mich schon lange nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin zwar Fan, ja, aber nein. Das tut mir leid. Ist das schön. Wie sieht's vorne aus? Wir fahren uns mal den Thomas Jansch an. Der fährt da vorne. Oh, jetzt geht's zum Überrunden. Das müsste der Herr Wilmer sein. Ja, der wird jetzt auch gleich schön Platz machen nach The Chase. Jawohl, da kommt die blaue Flagge. Geht jetzt nach außen. Jawohl, da gibt's die Lichthupe. Und geht einfach vorbei. Und der Wilmer fährt jetzt auch in die Box. Muss das Auto reparieren. Und die beiden immer noch eine Sekunde auseinander. Ah, sind das nicht geile Bilder. Schön im Sonnenuntergang. Das sind die Führenden. Nach über einer halben Stunde so eng zusammen. Mir geht's blendend. Ich hatte eine 2 Wochen Urlaub. War jetzt wieder eine Woche arbeiten. Natürlich, wir hatten gerade oder kriegen gerade nicht so erfreuliche Nachrichten von der Firma. Also es geht uns da wohl personaltechnisch einigen an den Kragen. Ja, mal gucken. Aber was will man machen? Ja, morgen geht's weg. Fahre ich nach Wilhelmshaven hoch mit meinem besten Kumpel. Wir haben morgen Treffen 30-Jährige, 30 Jahre von der Marine entlassen. Wir treffen uns mit den Marinekollegen von früher. Es wird richtig lustig. Da freue ich mich drauf. Oh, wir gehen zum Wegle. Der hängt. Da, schaut euch das an. Der hängt dem guten Tim Behrendt im Nacken. So sieht's aus. Nach vorne und von Tim Behrendt nach hinten. Aber Tim Behrendt, oh, der ist... Oh, was macht denn da der gute Jan Drexler? Der will sich doch wohl nicht überholen lassen. Na, Aufnahme. Aber hier aus der Perspektive vom Helikopter drei Fahrzeuge so eng zusammen. Ja, aber übrigens so schnell, nein, so schnell geht das nicht. Ich bin jetzt 20 Jahre bei uns in der Firma, verheiratet, 3 Kinder. Da gehen so viele andere vor mir. Ich bin vom Sozialplan ganz oben in der Liste. Also, oh, Benjamin King, nein. Was ist da passiert? Der ist sehr langsam, der ist sehr langsam. Die 54. Oh, da müssen wir mal gucken. Was ist da passiert? Wiederholung. Kommt hier hoch. Das sah mir schon fast nach einem technischen... Das tat weh. Das tat richtig weh. Und ich glaube, das Auto ist auch ein bisschen krumm, oder? Alter, ja, vorne der Motor, die Motorhaube ist auf. Wir gehen mal ins Cockpit ganz schnell rein, wie es da aussieht. Ja, verkratzt alles. Ich glaube, da ist jetzt ein Boxenstopp. Nein, nicht VW. Nein. Ich bin im Sanitärgroßhandel. Aber, wie sagt man so schön, wenn es VW an den Kragen geht oder schlecht geht, dann geht es allen schlecht. Aktiv im Dienst, also bist du bei der Bundeswehr. Ja, Nürburgring, wir hören uns auf jeden Fall und wir sehen uns bei einigen Events, wenn du mal wieder demnächst fährst. Ach ja, du fährst ja Gran Turismo, glaube ich. Und da kommen jetzt einige in die Box. Wir sehen es. Ionos Zeus ganz nah dran. Ganz nah dran am Bugler jetzt. Ganz nah. Um Position 6 und 7 geht's hier. Oh, ist das schön. Ist das schön, die beiden, was sie hier fighten. Machen mal einen Zeitenvergleich. 6 Mike Bugler, 7 Ionos Zeus.
Ferrari gegen BMW 201. Fast schaut euch das an, 90.000stel. Also 900stel. Untereinander. Auseinander. Wahnsinn. Vorne, wie sieht's da aus? Stefan Reisegast auf der 3. 7 Sekunden Rückstand auf die beiden vorne. Ja, Katastrophe mit dem. Ah, du machst das schon. Du machst das schon. Oh, Tim Behrendt, da haben wir ihn. Oh, wo ist er? Zack. Am Jan Drexler, wo ist der Wegel hin? Wegel auf 15, was ist denn da passiert? Aber hier, oh, links vorbei, rechts vorbei. Oh, aufpassen, Tim Behrendt, auf der Bremse geht er innen vorbei in den Chase, holt sich hier Platz 10, aber nein, Jan Drexler kontert sofort, setzt sofort den Konter, wieder zurück, aber jetzt kommt eine Linkskurve, dahinter sehen wir die Audis fahren in die Box und Tim Behrendt auf der 10, kommt davor, holt sich Position 10, Top 10 Platz gewonnen, kommt nochmal der Konter vom Jan Drexler. Hier in the hell, erste Kurve, nein, noch nicht, der versucht es bestimmt hier im Windschatten, mal schauen. Der Apollo wird natürlich, Apollo Motorsport betriebene Aston Martin wird hier Gas geben und setzt sich da sofort ein bisschen ab, dass der gute Jan Drexler nicht kontern kann. Jetzt gerade das Feld ein bisschen durcheinander, wir schauen mal auf den Führenden der Silberklasse, da haben wir ihn, Alexander Rütz, Position 9. Noch vor ihm aber zwei Amateurfahrer. Ja, Matthias, genau. Sehr schön gemacht vom Tim. Vladiar, da haben wir ihn. Rapid Racing Team. Der hat den goldenen Ferrari. Ah, die schenken sich nicht. Sehr schön. Aber wie gesagt, total fair. Das ist natürlich das Wichtigste. Die geben hier richtig Gas. Und ich kann auch wieder Vollgas geben. Das ist das Beste. Meine Internetleitung steht. Ach, ist das schön. Und dieser Sonnenuntergang. Und das wird nachher uns noch schöner werden, wenn es dunkel wird. Sind die immer noch in der Box? Die stehen in der Box, haben abgestellt. Oh, wei, oh, wei. Jawohl, wir schauen mal Alexander Maisch. Wir können ja auch mal was anderes schauen. Wie sieht es denn aus? Nation. Haben wir den Nationalitäten? Jawohl. Oh, wir haben einen Österreicher. Wir haben einen Engländer an Bord. Also ein Großbritannien. Dann haben wir den Holländer Jeff Ewerts, der in der Box steht. Was sieht es weiter vorne aus? Gibt es da noch was anderes? Jawohl. Noch ein Österreicher. Dann haben wir den Griechen Ionis Zeus. Also Multikulti hier in der Kanada, bitteschön. Zack. So, wir gehen wieder rein. Wo sind schöne, viele Zweikämpfe? Christian Schmidt kommt da wieder ran, nähert sich. Eine Sekunde nur noch. Eben waren es 1,5. Aber das geht hier von Streckenabschnitt zu Streckenabschnitt. Wir sehen ganz grün die Zeiten da unten. 2, 1, 7, 2. Boxenstopps haben wir auch schon ein paar gehabt. Einige waren schon in der Box drinne. So, auf der 13. Fall Moritz. Schau mal, der nähert sich da an. Sorry, ja. Oh, Don Mürte, ja, ich weiß. Schlagt mich. Beschimpft mich. Ist es Sonnenaufgang? Ja, AM, ich weiß. Ich habe mich da vertan. Komm, dafür stelle ich den Whisky hin. Bitte schön. Genieß ihn. Man sollte auch einfach mal die Sachen lesen, die der gute. Was macht denn Philipp Thoma? Hier im Aston Martin, da haben wir ihn. Matthias dir schickt. Da sollte man auch mal lesen, damit man weiß, was Sache ist.
hat mir da extra noch Informationen zukommen lassen, damit ich weiß, ganz vergessen, ich muss da ja noch rein. Ha, ich muss ja im Interviewkanal. Also wie gesagt, für diejenigen, die auch auf dem Discord-Server sind, wer Lust und Laune hat, könnt gerne zum Interview kommen. Ich bin da drinne. Wenn ihr die Berechtigung habt, setzt euch im Warteraum und dann ziehe ich euch kurz hoch. Für die Fahrer, die jetzt gerade in der Box stehen und abgestellt haben, wenn sie Lust und Laune haben, warum und wieso, technisches Problem, wir können gerne darüber reden. Also ich bin für alle offen und ihr müsst nur reinkommen und dann zieht ihr euch rein. So, der gute Moritz Falk nähert sich da wieder dran. Ah, jetzt ist er gerade, ja, eine halbe Sekunde. Jetzt sehen wir zwei Mann in der Box. Tore Themann und Pierre Meyer, da haben wir ihn. Pierre Meyer, der war auch schon in der Box, jawohl. René Brey im Honda, auch schon den Boxenstopp hinter sich gelassen. Und jetzt sind wir genau bei der Halbzeit des Rennens. Und dann sehen wir ganz hinten, oh, Benjamin King hinten nach seinem Boxenstopp ist jetzt ganz nah dran. Wir bleiben, oh, da gibt es jetzt gleich einen schönen Fight mit dem Aston Martin vom Patrick Schröter. Aber da sehen wir mal, nein, der überrundet einfach, der ist am Überrunden, sorry. Und zwar, ich schau mal eben, wer denn der Gute ist. Trackmap. Na, zeigt er mir jetzt gerade nicht an. Das ist ein Aston Martin, der ihn da begleitet. Patrick Schröter, ich sag's doch. Auf der 26, das ist ein Positionskampf. Also der wird definitiv nicht freiwillig Platz machen. Positionskampf hier. Vom Silberfahrer Benjamin King gegen Patrick Schröter. Da bleiben wir doch mal glatt drauf. Wie sieht es denn aus? Und jetzt kommt da noch, gesellt sich noch jemand aus der Box dazu. Hat natürlich da den Nachteil. Wir haben es, Thomas Jansch. Der Führende war in der Box. Der Führende war in der Box. Und Christoph Schmid genauso. Der hängt jetzt dahinter. Muss jetzt schauen, dass er seine Reifen auf Betriebstemperatur bekommt. Hat natürlich eine Runde Vorsprung, bekommen dann die beiden natürlich gleich sofort die gelb-blaue Flagge. Aber die sind ja natürlich auch im Fight. Da geht's schon los. Da geht's los. Was sagt der Helikopter? Wir gehen in die Helikopterperspektive, besser zu sehen, was die drei hier zaubern. Und der Führende muss natürlich vorbeigelassen werden. Jawohl, schaut euch das an, aber er hat es noch nicht realisiert, oder doch? Allzu lange darf es aber nicht dauern, sonst gibt es eine Strafe. Aber wo soll er ihn vorbeilassen? Sonst verliert er zu viel auf den Vordermann. Er will ja da auch vorbei. So, jetzt wird er ihn vorbeilassen, jawohl, dann nimmt er kurz Gas weg und wie ich den Benjamin kenne, versucht er sich sofort da hinten reinzusetzen, um den Überraschungsmoment dann zu nutzen, wenn der gute Patrick Schröter da ihn vorbeilässt, dass er mit durchzieht. Aber wir gehen weiter nach vorne, mal schauen, jetzt ist der momentan Zweitplatzierte in der Box, Alexander Rütz. Da ist er drinne von DOD. Hat er mal kurz vorne die Spitzengruppe mit angeführt. Und wir haben Philipp Thoma Madcap hier, Führungskilometer für ihn. Der sagt sich, jawohl, Führungskilometer kann jeder gebrauchen. Und er hat 34 Sekunden Vorsprung vor Thomas Jansch. Aber der war ja schon in der Box, mal schauen,
wann denn der gute Philipp Thoma reinkommt. Beide vom gleichen Team. Aber BMW gegen Aston Martin, also da. Die werden natürlich auch miteinander zusammenhocken und sagen, pass mal auf, da bin ich da. Oh, Vladi H. kommt da richtig dran. Ist am Jan Drexler dran, aber wir haben gesehen, Jan Drexler zu überholen ist nicht so einfach. Und da sehen wir dann auch schon, die Spaltmaße beim BMW sind schon wieder größer geworden. Das heißt, nach seinem Boxenstopp muss er schon wieder eine kleine Berührung mit irgendeinem etwas härteren Gegenstand gehabt haben. So, ich muss mal wieder auf René Brey gehen. Mir wurde gesagt, der fährt der Tod auf dem Beifahrersitz mit. Aber er fährt ein total solides, ruhiges Rennen. Da haben wir ihn. Und hinter ihm ist Alexander Rütz. Der kommt da immer näher. Und dann gehen wir mal einmal durch. 1, 2, 3 der einzelnen Klassen. Momentan Philipp Thoma hier. Jetzt in der Box. Und wir warten, bis die beiden anderen vorbei sind, dann haben wir das nämlich durch. Dann haben sie alle ihre Boxenstopps abgesessen. Wir gehen dann, fangen wir an mit den Führenden in der Amateurwertung. Mike Bugler hier, der ist auf der 1 der Amateurwertung. Platz 2 haben wir Markus Blumentrat. Und drittplatzierter Tim Behrendt von Apollo Motorsport hier, das ist Platz 3 der Amateurwertung. Wir kommen zur Silberwertung, da haben wir auf der 9 Marcel Bauer, das ist der Führende dort. Führende der Silberwertungsklasse, hinter ihm René Brey, da haben wir ihn im Honda, der ist Position 2. Und auf der 3 haben wir Alexander Rütz, das ist der Dritte. Abstand 1,5 Sekunden, so Kamera kam nicht so schnell hinterher. Und jetzt ist vorne getauscht worden. Dann gehen wir da auch mal durch. Momentan der Führende der Pro-Wertung, Thomas Jansch, Madcap Racing im BMW. 5,4 Sekunden hat er jetzt hier rausgefahren durch den Wechsel auf Christopher Schmidt. Der hat wohl Probleme gehabt beim Überrunden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Abstand von 1 Sekunde auf 5 Sekunden angewachsen. Und Position 3, Madcap Racing, Stefan Reisegast. Das sind die ersten drei der Pro-Wertung. Moritz Falk sehe ich da aus den Augen heraus. Der ist da ganz nah dran. Nein, wir gehen natürlich auf die 20. Bastian Holter hier ganz nah dran im Audi. Hinter dem guten Moritz Falk. Also goldener Ferrari gegen Audi R8. Mal schauen jetzt, was der Audi kann. Und da sehen wir, da ist der Mustang unterwegs. Auf der Strecke vom guten Martini, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn, Tobias Martini auf der 29. Springen wir dann gleich mal den, schauen uns an den Aston Martin an. Aber ich muss noch einmal in meine Liste, weil ich möchte eigentlich immer, dass jeder Fahrer zu sehen ist. Und das heißt, Ricky Krebs, Tradition Simsport, der hat heute die wenigste Zeit bis jetzt gehabt. Deswegen schauen wir uns dann mal an, wie er sich mit den Ferrari, mit der Startnummer 26 hier schlägt. Position 17 momentan. Hat einen Rückstand von 3,4 Sekunden auf Dominik Cypress und 1,8 Sekunden Vorsprung auf den Matthias Weggel. Wir haben einen Jakob Hausinger, den habe ich auch noch nicht oft gezeigt. Also hat sich da momentan aus den ganzen Zweikämpfen rausgehalten. Deswegen gehen wir jetzt zu ihm. Mal schauen, 4,9 Sekunden, ja 5 Sekunden jetzt auf den Jens Alusa. Und Vorsprung 3,4 Sekunden auf Tore Themann. Hier in den Essen. SS. Jetzt geht's hier runter. So, dann haben wir den auch mal gezeigt. Die Startnummer 437. Also, dann können wir mal zu dem nächsten gehen. Das ist der gute Tore Themann von Skidmark Racing mit der 112. Also, wie gesagt, wenn es brennt, ruft ihr den Tore Themann. Momentan Position 23 hier unterwegs. Seine
Schnellste Runde. Moment, ich muss am Moment switchen. Eine 201640. Das ist eine bisher schnellst gefahrene Runde. Jawohl. Dann schauen wir mal, wen haben wir denn noch zu bieten? Florian Wilmer hatten wir schon gesehen. Der hatte nämlich den schweren Schaden. Oh, auf der 13. Der Vladivar kommt schon wieder näher. Da haben wir eben im BMW. Kommt da angeflogen. Vor ihm ist der Jan Drexler. Mal schauen. Aber Jan Drexler, wie sieht's aus? Ich dachte gerade, hinten der Kofferraumklappe hat auch einen Schlag gekriegt. Nein, das ist nicht so. Wo haben wir den Dominik Cyprus? Da haben wir ihn. Der fährt jetzt hinterher. Schaut sich das an, was die beiden da vor ihm machen. So, kommt da aber nicht wirklich nah ran. 1,3 Sekunden Rückstand. Oh, wo ist denn da Marcel Bauer? Ich wollte es gerade sagen, Marcel Bauer hier im Aston Martin. Nein, war schon vorbei am Pierre Meyer, aber hat dann zurückgezogen. Sonst hätte es eventuell eine Karambolage geben können der beiden. Also Überholvorgang abgebrochen. Oh, Dominik Cyprus auf der 16 sagt sich, gut, die beiden da vorne behaken sich. Ich bin dran. Mal schauen, ob ich jetzt vorbeikomme. Oh, Sebastian Brocke vorne auf der 4. Wie sieht es da aus? 3,9 Sekunden Rückstand auf den Drittplatzierten und hat 6,4 Sekunden Vorsprung auf den Philipp Thoma. Vorne die Position jetzt etwas schon bezogen. Und ja, aber da war ein Überholvorgang der vor ihm fahrenden. Und wir sehen, Matthias Wegel ist da jetzt auch wieder gerade on fire hier in der Bergaufpassage, nähert sich jetzt den guten Ricky Krebs im Ferrari. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Einmal der Silberfahrer Matthias Wegel gegen den Amateurfahrer Ricky Krebs. Ah, da tut sich momentan nichts. Schauen wir mal, was Jens Alusa macht hier. Ist jetzt gerade in den SS. Können ja mal schauen, was mein Namensvetter macht. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn, Diegnes. Auch da können wir mal drauf gehen. Sehr schöne Livery. Da haben wir den. Farblich ein bisschen was bei gedacht. Mal schauen. Die müssen sich auch was gedacht haben. Und ich freue mich schon am meisten drauf. Für die Silberfahrer, die auf dem Podium landen. Denn die dürfen heute zu mir ins Interview. Wie sieht es vorne aus? Alex Rötz. Nein, wir gehen mal. Doch, wir gehen mal zum Tim Behrendt. Da haben wir Tim Behrendt auf Position 11. Na, Marcel Bauer ist da wieder nah dran. Mal schauen, kommt er jetzt Richtung Audi, wie es da aussieht. Und wir sehen Thomas Jansch jetzt mit einer 1,59,902 hier die schnellste Runde momentan gefahren. Und wir sind schon eine Stunde unterwegs. Holder die Waldfee. Ging das schnell? Ja, die erste Zeit hatte ich zu kämpfen. Jetzt geht's. Der Stream ist flott. Das ist das Wichtigste. Und Spreewaldgurke
Danke für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ich sehe es jetzt, weil, wie gesagt, ich habe keine Alerts, weil ich musste mir eine neue Szenensammlung machen. Und aber zum Endurance-Rennen, da bin ich dann top vorbereitet. Da braucht ihr dann keine Angst haben. Da wird dann auch alles. Das ist dann am Samstag, wie gesagt, sind gleich 4 Stunden das erste Rennen, was ich habe. Spreewaldburger, wen möchtest du denn mal sehen? Komm, such dir mal einen Fahrer aus. Da gehen wir dann mal hin. Ich gehe jetzt mal momentan hier auf den Florian Wilmer. Schauen uns ihn mal an mit der 444, was er so macht. Oder Don Myrte. Ihr könnt gerne euch mal Fahrer aussuchen. Und sind jetzt im letzten Drittel. Die letzte halbe Stunde hat angebrochen. Oder angefangen. Markus Blumdraht, Skidmark Racing auf der 8 mit der Startnummer 69 hier unterwegs. 12 Sekunden Rückstand auf den guten Ioannis Zeus und Vorsprung von 7,8 Sekunden auf den Audi-Fahrer Pierre Meyer. Gerne Matthias, okay. Dann gehen wir doch mal zum Matthias. Haben wir mehrere Matthias oder nur einen? Jetzt muss ich wirklich nur einen nehmen. Wir haben tatsächlich nur einen Matthias. Da hast du ja Glück. Den kenne ich. Matthias Wegel. Der Chef des Ganzen hier. So, bitteschön. BMW-Fahrer. Wo fährst du denn? Auch hier in der Liga bei Hove oder der Chef? Okay, der Chef. Sollen wir mal zu dem Chef ins Auto gehen? Wir gehen mal zum Chef ins Auto. Mal gucken, wie er sich so hier schlägt. B-Liga. Ah, du fährst eine B-Liga. Aber schön, dass du da bist. Ist nichts Spannendes zu sehen. Ja, der fährt ja nur auf 3. Ja, also wie gesagt, wo ich jetzt gerade diese Ansicht sehe, vor 2 Wochen war ich auf der Simracing Expo. Und da ich ja die AMG Motorsport Virtual Championship streame, die von AMG ins Leben gerufen worden ist, und die waren auf der Simracing Expo mit dem AMG von Mauro Engel. Und da durfte ich, ja, ich durfte mich in das Auto reinsetzen. Als Creator von denen, Gamer Creator. Also, es ist schon beängstigend eng da drin, muss ich mal so sagen. Aber es ist auch faszinierend. Und danach saß ich in dem Aston Martin und der ist ein bisschen größer, also... So, gehen wir mal zum Reisegast, wenn das wegen den zuguckst. Bitteschön, da haben wir ihn. Der ist ja hier auch im BMW unterwegs. Also wir sehen eigentlich nur BMWs. Vorne an der Spitze die ersten 3. Ich habe nicht reingepupst. Es hört sich jetzt blöde an. Voll den Flattermann gekriegt. Meine Frau guckt mir und sagt, was ist mit dir? Ich war so nervös. Da sagt sie, ich mache mir gleich in die Hose, habe ich zu ihr gesagt. Weil... Das ist ja nicht selbstverständlich, dass der Chef des Ganzen zu dir kommt. Oh, du streamst uns doch. Und dies und jenes. Komm, möchtest du dich mal reinsetzen? Also, ja, ist schon geil. Wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn der Motor drin gewesen wäre und ich hätte damit fahren dürfen. Aber Träume sollte man immer haben. Ne? So, ich gehe mal zu dem, der es angekündigt hat, hier heute ganz mit dem Tod zu tun haben. Boah, ja, Respekt, Ehre, ja, ich weiß es nicht. Also, für mich war es eine Ehre, also von ihm angesprochen zu werden. Und es freut natürlich auch einen, ne? So, da haben wir den René, eine Sekunde. Also, das Feld hat sich jetzt relativ weit auseinandergezogen. Mal gucken, ob wir noch irgendwo was Näheres haben. Philipp Thoma, da haben wir ihn. Oh, Tim Behrendt auf der 10. Ist da am Philipp Thoma vorbei. Der muss wohl Probleme haben. Und der nähert sich jetzt dem guten Marcel Bauer. Eben ist Martin.
So, mal schauen, wie sieht es denn aus bei den Silberfahrern? Momentan haben wir Marcel Bauer vor Alexander Rüls und René Breit. Das wären die drei, die für mich zu mir zum Interview kommen müssen. Der Vladi H. und der Marcel Wegele sind aber auch nicht weit weg. Also alles noch machbar und wie gesagt noch 25 Minuten zu fahren. Und da kann hier auf Mount Panorama so viel passieren. Also eine Unachtsamkeit. Und wir sehen es auch auf der 17. Felix Moritz, den goldfarbenen Ferrari, macht sich da langsam dran. Jetzt Richtung Jan Drexler. Ich wollte gerade sagen, du machst das doch wohl jetzt nicht, wo ich trinke und hier. Wo ist er hin? Nein! Jan Dre- er war gerade weg, jetzt ist er wieder. Oh. Ihr habt es doch auch gesehen, oder? Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. Der war doch jetzt gerade weg. Jan Drexler war kurzfristig verschwunden. Ein Geist auf der Strecke. Die 116, gelbe Flagge. Dann schauen wir doch mal drauf. Der muss doch... Da, warum hat er eine gelbe Flagge gekriegt? Ja, mach ich doch, Hong. Und ACC Hayabusa. Ja, danke für deinen Tipp und erste Mal gechattet bei mir im Kanal. Bitte schön, dann bekommst du natürlich auch die Commands. So, Team Behrend jetzt auf der 10. Macht sich jetzt auf Richtung Marcel Bauer. Ist hier top unterwegs mit dem Aston Martin. Aber der sieht gut aus, also kein Schaden, deswegen mal schauen. Aber der kommt da ran, im Windschatten hier. Und, aber ihr wisst, ranfahren ist das eine, überholen das andere. Ich schau mal eben durch, alle Boxenstopps absolviert. Ja gut, die letzten, die abgestellt haben, natürlich nicht. Ansonsten alle fertig mit den Boxenstopps. Mal schauen, jetzt kann er, kommt er ran. 04. Ist aber zu weit weg, um im Anbremspunkt sich ran durchzubremsen. Vorne, wie sieht's aus, Thomas Jansch? 6,5 Sekunden weg. Ja, wir gehen sofort wieder dahin. Ich will nur gucken, da haben wir es. Marcel Bauer und Tim Behrendt. So sieht's aus. Nach hinten, also kommt da nicht großartig näher. Hat da noch den 9. Platz Intus. Und Tim Behrendt sieht es nach vorne so, ei, in die Sonne tut weh. Ah,
Ah, tut sich jetzt nichts. Größerer Abstand geworden. Oh, da sind... Oh, Bastian Holter, was ist da passiert? Was ist da passiert? Steht da die Startnummer 12? Nein, und springt in die Box. Das sieht mir nach technischem Defekt aus. Wir schauen uns mal an. Gehen in die Wiederholung. Oh, da... Da fährt er aber ganz gerade. Das sieht mir schon fast aus, als wenn da die Base ausgefallen ist. Hardware-Probleme. Technische Probleme, die führen hier zum Ausfall von Bastian Holter. Der ist dann jetzt in die Box gesprungen. Denn so fährt keiner, meiner Meinung nach. Da muss irgendwas mit der Technik gewesen sein. So, Tim Behrendt ganz nah dran. Haben wir ihn jetzt. 2/10. Oh, Pierre Meyer auf der 8. Immer noch hinter den beiden Amateurfahrern. Aber wir bleiben jetzt mal hier. Hier ist gerade das heißeste Eisen, was wir im Feuer haben. 0,3 der Abstand. Oh, Jan Drexler auch nah dran. Ja, kurz weiß. Langsam unterwegs gewesen. So, springen wir zum Jakob Hausinger. Der fährt hier auch ein sehr einsames Rennen. Oh, Jonas Zeus ist nochmal in der Box. Was ist da passiert? Unfall. Sieht so aus. Wird jetzt repariert. Nein, ich wollte zum Rick Krebs. Da haben wir ihn. Und hinter ihm ist... Nein, Tobias Martini, da haben wir in Ford Mustang unterwegs. Jawohl, habe ich mir nämlich gemerkt. Hammergeiles Auto. Da freue ich mich so drauf für nächstes Jahr, wenn die dann in der DTM dabei sind. So, wir nehmen uns mal den geilen Sound mit. Hier haben wir ihn. Wir müssen in den Zweikampf gehen. Hier Marcel Bauer gegen Tim Behrendt und Alexander Rütz. Die drei hängen hier zusammen. Hier die Perspektive ist da am besten. Da sieht man es. So, vorne auf der 8 jetzt der Tim Behrendt. Leichter Kontakt. Oh, das hat den Marcel Bauer ja ein bisschen, na doch nicht gekostet. Ja, minimaler Einschlag. Aber der gute Alexander Rötz verliert da gerade ein bisschen Abstand. Kommt da nicht mit. Doch, jetzt kommt er wieder nah ran. Nehmen wir mal den BMW-Fahrer. Mit der 42 in den Augenschein. 0,8 hinter Marcel Bauer. Und der hat auch 0,8 Rückstand auf Tim Behrendt. Also die drei 8, 9 und 10 ganz, ganz eng beieinander. Nach vorne sind es da 3,6 Sekunden. Und wir sehen, Vladi H. und Matthias Wegler rücken da auch nochmal näher dran. Also hier die 5. sind ganz, ganz eng zusammen und da geht es halt auch ums Podium der Silberliga. Oh, Tim Behrendt versucht gleich auszuscheren, um den anderen ja keinen... Oh, da muss ein Fehler gewesen sein, denn der gute
Marcel Bauer greift an, konnte da vorbeikommen. Also Tim Behrendt mit Fehler beim Ausfahrt. Konnte da nicht richtig beschleunigen, die 27. Wir sehen es natürlich, es wurde nichts angezeigt. Und jetzt sind die drei hier. Anfahrt zur Herpin. Schaut euch das an. Wie eng das hier zur Sache geht. So schnell kann es gehen. Zack, verliert man ein paar Platz. Oh, mal kurz nach hinten springen. Wie sieht es da aus? 24, Alvin Okun Bussian fährt jetzt hier auf der Position 24. Vorhin haben wir den Patrick Schröter mit der 292, auch er im Aston Martin unterwegs. Skidmark Racing, Jens Alusar im BMW mit der 72 auf der 17. Oh, wir müssen ganz schnell nach vorne gehen, dann da bahnt sich was an. Tim Behrendt auf der 9, kommt da wieder ganz nah dran. 3 Zehntel haben er und Alexander Rötz auseinander. God's Prayer, einen schönen guten Morgen. Abend, Hallöchen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Also, Spreewaldgurke, ich interviewe die Silberfahrer. 1, 2, 3 der Silberliga. Die sind heute dran. Aber wenn du Lust und Laune hast, und du bist auf dem Discord, komm rein, können wir kurz quatschen. Also ich habe mit Matthias gesprochen, jeder der möchte, kann zum Interview kommen. Oh, was ist das denn? Tim, verliert er schon wieder einen Platz? Kriegt er die Kurve nicht oder muss er? Hat er da irgendwie Reifenschaden, Reifenprobleme? Mal schauen, ich schaue mal eben auf meine Predictions. Was sagt mir denn Tim Behrendt? 29 Minuten, nein. Die waren alle ungefähr zeitgleich drin, also Reifenprobleme dürfte er nicht haben. Dann war es der nächste Fahrfehler. Hat er vielleicht zu wenig Sprit mitgenommen? Also, wie gesagt, da bist du nicht. Und außerdem, wenn du ja Fahrer der B-Liga bist, kannst du natürlich auch mit mir sprechen. Ich beiße nicht. Also ich freue mich über jeden, den ich mal höre. Oh, Rötz, Dings, die sind auch zusammen. Marcel Bauer, da haben wir ihn. Der führt das Feld jetzt hier an. Kommt da der Angriff, saugt sich jetzt ran, mal schauen. Bergauf ein bisschen, zack, dann wieder berg runter Richtung. Einmal kurz rechts abbiegen und dann geht's in the chase. Kommt da der Angriff auf der Bremse, aufpassen. Super gemacht. Marcel Bauer hält die Linie, schert aber nicht aus, lässt dem Alexander Rötz aber genug Platz, damit er weiter auf der Strecke bleiben kann. Also da sieht man, wie super fair das hier abgeht. Und jetzt Tim Behrendt. Alexander Rötz hat ein bisschen Schwung verloren. Tim Behrendt sagt sich, guck mal an, jetzt komme ich auch noch mit ins Spiel. Harbor Track. Zum ersten Mal gechattet. Hallöchen, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Du bekommst dafür natürlich die Commands. Schön, dass du da bist. Let's go Madcap Racing. Also das ist dann ein Verehrer von Madcap Racing. Dann kann ich dir auch zeigen, dass Madcap Racing auch auf der 1 ist. Aber das wirst du natürlich wissen. Verfolgt vom Christopher Schmidt, Hove Sim Racing. Aber der hat 7 Sekunden Rückstand. Und Stefan Reisegast, ebenfalls Madcap Racing, wieder auf der 3. Also die sind sehr, sehr stark hier vertreten. Und Tim Behrendt, ich sehe es, ist wieder ganz nah dran. 0,4 Zehntel. Mal schauen. Ups. Was macht denn der BMW da?
TC Jackson, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Und wie gesagt, ich sehe es jetzt erst, weil meine Alerts sind hier nicht drauf. Die muss ich erst noch einfügen. Deswegen tut es mir leid, wenn ich das zu spät sehe. Aber, Jan Drexler ganz nah dran am Jakob Hausinger. Da ist Jakob Hausinger davor. Der schaut dann nach hinten. So sieht's aus. Zieht jetzt hier von dannen. Alexander Rötz kommt da wieder näher zu Gange. Wir sind schon in den letzten 9 Minuten. 9 Minuten schon wieder runter. Mike Bugler haben wir hier auf der 5. Das ist der Führende der Amateurwertung. Und Vladi Fahr, ich sehe es gerade, der ist jetzt schon dran. Der ist jetzt schon fast hart aufgeschlossen. Also möchte da eventuell an den Alexander Rötz noch vorbei, um dann auch ins Interview kommen zu dürfen. Also die Bratwurst hat, ich glaube, 3, 4 richtige heftige Einschläge. Sind zwar, Moment, ich schau mal nach. 6 Fahrzeuge, die jetzt in der Box stehen, die abgestellt haben. Also 6 Fahrzeuge stehen drinnen, die haben wohl gesagt, holla die Waldfee, das war zu heftig. Tore Theremann, was ist da los? Und wieso hat denn jetzt der Ioannis Zeus die schnellste Runde? 1,59,498, der war in der Box, hat das Auto lange reparieren müssen. Mal schauen, Autopilot, was sagt er mir? Ioannis war in der Box. Oh, 118, ja, der stand länger. Der stand extrem lange, da hat es richtig geschnackelt. René Brey, was macht der denn? Warum kommt der auf einmal so weit nach vorne? Er hat sich da... Upsala, wie kommt denn der gute René Brey im Honda auf die 2. Position der Silberwertung? Hat sich da still und heimlich nach vorne gibt. Spark One gibt schnellste Runde Punkte. Oh, ihr fragt mich Sachen, ich kann es nicht sagen. Müssten wir gleich einen der Fahrer fragen, die hier in Serie 2 fahren oder in B fahren. Der Spreewaldgucker zum Beispiel. Weil ich gebe es ehrlich zu... Es ist heute das erste Rennen für Hove. Dann habe ich die Probleme gehabt mit meinem Internet, dass Twitch da voll am Spinnen war. Und ich habe es vergessen nachzulesen. Ich gebe es ja ehrlich zu. Da ist wieder einer langsam. Alvin Orkun Busian hat da ein bisschen Gas weggenommen. Aber vor ihm... Nein, nicht Patrick Schröter, das war der Wilmer. Da ist er. Oh, wir sehen es. Oh, Matthias Wegle, was ist denn da los? Warum ist er so langsam? Hat er gelobt? Nein, der fährt mit offener Motorhaube. Die Startnummer 76. Was ist da passiert? Wir gehen mal drauf, schauen uns das mal an. Ich habe ja eine Replay-Funktion, aber ich weiß nicht, wie die funktioniert. Machen wir nochmal. So, ich mache mal Replay an. Da haben wir es. Da kommt er durch. Ah, es war nur die gelbe Flagge. Und jetzt. Und nein! Fährst du quer, siehst du mehr. Gegenlenken ist manchmal echt böse. Da kommt es nochmal. Nein, dann gehen wir wieder raus. So. Also, das funktioniert dann auch. Nein, gibt's nicht. Hayabusa, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, der gute Matthias wird natürlich jetzt mit der offenen Motorhaube zu Ende fahren, weil jetzt in die Box zu fahren,
Wäre natürlich sehr, sehr schade. Jetzt überholt er da den Ford Mustang. Oder vom guten Tobias Martini. Das wird dann jeden Moment passieren. Weiter hinten habe ich jetzt gerade aus den Augen gesehen. Ich suche ihn gerade. Ja. Ich finde ihn noch nicht. Den Fahrer mit dem goldenen Ferrari. Was haben wir denn da? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Sascha Sosak. Wo ist der denn hingekommen? Ja, das ist meistens so kurz vorm Schluss, passiert dir dann noch irgendwas und dann sagst du dir, so ein Dreck. Spring mal nach vorne, da haben wir ihn. Drexler, alle, wir sehen alle mit leicht geöffneter Motorhaube, die Spaltmaße haben alle Kontakt gesucht. So, das ist der führende Marcel Bauer der Silberliga. Ja, Godprayer, weil ich sag mal, so vom Gefühl her, da lässt ein bisschen die Konzentration nach. Oder man ist dann schon sagen, oh, nicht mehr lange, gleich ist durch und dann PÄM. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber, oh, da gibt's noch der gute Alexander Rütz. Will da nochmal den zweiten Platz vom René Brey im Honda bewirken. Und der René Brey ist fast unterm Radarschirm durchgefahren. Der ist ja fast gar nicht aufgefallen. Das, was er schon sagte. Ich fahre so fair, hole mir keine Strafen und ein. Das ist dann so, das sieht man auch. Und wir sind noch genau jetzt 3 Minuten. Das heißt, noch 2 Runden auf jeden Fall. Oder wir schauen, wo ist der Führende? Ah, nee, der Führende ist vorne. Das heißt, wir fahren noch 2 Runden. Geht jetzt hier auf seine vorletzte Runde. Stefan Reisegast auf der 3. Dann haben wir Sebastian Brock auf der 4. Mike Bugler. Ja, das muss man dann auch erwähnen, als Amateurfahrer auf die 5. Das ist schon mal richtig respektabel. Hat da sogar einige Profahrer hinter sich gelassen. Unter anderem den Pierre Meyer im Audi, da haben wir ihn. Ah, glaube ich nicht, nein. Der kann ja die Pace gar nicht rausnehmen, denn der Thomas Jansch ist ja nur 9 Sekunden dahinter. Also wenn er jetzt die Pace rausnimmt und wir sehen hier, er ist am Überrunden, das kostet jetzt aus und wir sehen, sofort geht's oben runter, nur noch 8 Sekunden für den Christopher Schmidt. Aber auch der muss natürlich, nein, nicht überrunden. Hat jetzt Gott sei Dank nichts gekostet an der Zeit. Also das kann er sich nicht erlauben. Wir sehen es jetzt noch 1 Minute. So, der müsste ja jetzt hier, der ist schon in the chase, der müsste ja praktisch stehen bleiben. Nee, das wird er nicht machen. Diesen Triumphzug wird er sich nicht nehmen. Und wir haben jetzt gleich, werden wir es hören, the leader is on the final lap. Sobald er über die Ziellinie kommt. Ich hoffe, ihr hört es dann auch. Da kommt die Durchsage, genau. Letzte Runde für den Führenden, für Thomas Jansch. Und wo sind die Fighter? Vladi H., nein, ist nicht dran. Wir haben René Brey. Der hat sie. Oh, Alexander Rütz ist da auch vorbeigegangen. Er ist vorbeigegangen. Hat sich Position 2 geholt und der gute
René Brey muss jetzt um den dritten Platz kämpfen. Denn Vladi H. kommt dran. Die haben ja noch los. Don Mythe, fahrt ihr nächste Woche hier auf der Strecke oder seid ihr einmal im Versatz? Oder ich weiß es jetzt noch nicht, deswegen. So, Buckler ist auch noch mal nah dran auf der 7. Hinter ihm kommt der Bauer. Upsala, nein, das war nicht der Bauer. Da hat sich jemand zurückgerundet. Wo ist der Führende? Der ist jetzt in den SS. Die Uhr ist runtergelaufen. Ach so, alles klar. Danke, Don Mythe. Dankeschön. Also ihr seid dann nächste Woche hier auf gleiche Stelle, gleiche Welle. So, der Jansch. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir bleiben jetzt hier drauf. Ich gehe dann aber schon mal auf meine Trapmap, damit ich dann auch... Ah, das sieht gut aus, dass wir nach und nach dann hier die Fahrer abwinken können, wie sie über die Ziellinie kommen. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Rennergebnis funktioniert. Tornado, ich bin auch gespannt. Ich werde es mir dann mal nächste Woche anschauen, wenn ich nicht. Aber ihr fahrt ja dann länger, dann kann ich nämlich... Ja, Bratwurst ist hart. ACC Hayabusa, fährst du auch? So, Finger auf Knöpfchen, Konfetti, herzlichen Glückwunsch. Thomas Jansch gewinnt das Rennen und jetzt geht's los. Der Zweite, da haben wir ihn. Christopher Schmidt wird abgewunken, dann kommt... Position 27, Janois Zeus geht rüber. Wir haben die 21, Dirk Nees. Und dann kommt Position 3, Stefan Reisgas. Das Podium ist komplett. Als nächster kommt dann Sebastian Brocke, der Viertplatzierte über die Runde. Ich muss einmal ganz schnell hier rein, weil ich mir ja aufschreiben muss, wen ich mir gleich zum Interview holen muss. So, Sebastian Brocke kommt hier rüber. Dann haben wir die 27, Sascha Sostak wird abgewunken. Markus Blumenthal kommt hier an. Der wird Fünfter, jetzt gehen wir natürlich einige flöten. So, da haben wir Benjamin King im Porsche, ganze Zeit am Anfang gut mitgehalten. Jetzt geht's hier rund. So, wir haben den Fünftplatzierten Markus Blumenthal. Da haben wir den Sechstplatzierten, der ist jetzt auch rüber, Pierre Meyer. Wir kommen zu Position 7, der ist in dem Moment durch. 8, Tim Behrendt, Alexander Rütz, René Brey. Jetzt kommen sie hier durch. Einmal muss ich kurz gucken. Wir haben, was habe ich gesagt, ich bin weiter hinten. Tobias Martini, der Vorpilot, kommt jetzt auch durch. Jawohl. So, wir haben den Bauer. Denn ich brauche die 313. Dann haben wir den A. Rütz. Mit der 42. Und René Brey. Mit der 22. Das sind meine Fahrer, die ich gleich zum Interview begrüßen dürfe. So, alle durch. Abgewunken. Rennen ist beendet. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Ja, Glückwunsch. Ich sage ja sehr, sehr schön. Und bevor wir es nochmal vergessen, ich mache es einfach nochmal. Ich hau den Trailer einfach nochmal raus von dem, der hier den Stream präsentiert hat. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, dann sind wir jetzt da. Starting Grid ist da auch durch. Jetzt muss ich gleich nur mal gucken. Ich muss ein bisschen warten. Ich schreibe das hier dann auch mal rein. So. So. Mal schauen. Interview, die wissen Bescheid, haben es bekommen. Ich mache jetzt aber noch mal einmal die Rennergebnisse. Ich hoffe, das funktioniert. So. Da geht's ein. Einfahrt Thomas Jansch auf der 1, Christopher Schmid auf der 2, Stefan Reisegast. Position 3. Das sind die ersten drei der
Pro-Liga. Wir haben Marcel Bauer auf der 1, Alexander Rüths und René Brey auf 2 und 3 der Silberliga. Position 1 ist jetzt gerade weggegangen, da war ich zu langsam. Soapbox-Güter, Dankeschön. Warum? Danke, bitteschön. Also Werbung und Sponsoren gehören dazu. Bugler muss in die Marten-Nachhilfe. Sieht doch ganz stark nach Spritmangel aus. Meinst du? Schauen wir mal. So, da haben wir dann die Position 30 und wir gehen dann nochmal runter. Die Runden, die Rückstände haben, 38 Runden, die haben abgestellt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber was will man machen? Und nach den Rennergebnissen soll ich jetzt rübergehen auf die Standings. Denn da soll dann... Oh, Alexander Rüths ist schon im... Marcel Bauer auch. Das heißt, wir fahren noch auf den René bei. Dann holen wir gleich rein. Und wir gehen jetzt dann in die Standings der aktuellen Liga. So sieht es aktuell aus mit Wertung von heute. Wir haben vorne Jan Drexler mit 217 Punkten auf der 1, Thomas Jansch auf der 292, Janos Zeus, dritter Platz, 181. Ihr seht's, könnt euch dann die fahren. Alexander Grote im Ford Mustang auf Position 10, der Honda René Brey auf Position 9 ist da vorne reingefahren. Wir haben den McLaren von Alexander Meisch auf der 21, Benjamin King im Porsche 23. Die ganzen Exoten, wie ich sag. Da haben wir noch einige mehr Fortfahrer, die heute leider nicht am Start sind. Ich bin Soapbox. Entschuldigung, Soapbox, Peter. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es. Man lernt sich aber. Für mich ist das so, wenn man Sponsoren hat, müssen die erwähnt werden. Sonst lohnt es sich ja nicht, Sponsor zu sein. Und alleine das ist ja schon mal. So, das heißt, den mache ich jetzt aus. Da kann ich raus. Ich muss aber noch mal in den Livestream rein, denn ich muss einmal die Wiederholung speichern. Nicht nur Highlight, Wiederholung speichern. Die Wiederholung ist gespeichert. Und ich gehe jetzt, ich hole mir jetzt die drei Fahrer rein. Ich ziehe einmal den Alexander Rüths rein, den Marcel Bauer und den René Brey. So, die drei Fahrer sind da. Und zwar gehe ich jetzt auf Video, zack, den Ton machen wir an. Motorensound dürfte jetzt aus sein. Und ich begrüße die drei, jetzt muss ich mal einmal, wo ist meine, nein. Ich muss einmal die Geschwindigkeit runter machen. Wir fangen an mit dem Drittplatzierten, das ist der René Brey. Vorher noch gesprochen, Fahrzeug Nummer 22. Und dann haben wir ihn. Und es geht hier los, denn das zeige ich immer sehr schön. Die Fahrzeuge sollen gezeigt werden. So, René, vorher noch gesprochen, du hast gesagt, du wirst versuchen, ohne Strafen durchzukommen. Ja, kurzes Statement von dir zum Rennen. Wie lief es? Der Berg hat bestimmt für einige Tribut gezahlt. Ich glaube, du warst nicht dabei. Kurzes Statement von dir. Ja, lief besser als gedacht, ehrlich gesagt. Hört man ihn? Oder hört man ihn nicht? Einmal in die SS, oben die Wand geküsst, 16 Sekunden oder 17 Sekunden Schaden. Mit dem Mut musste ich zu Ende fahren. Aber ja, ging besser als gedacht und ja, P3 besser als erwartet. Okay, wie sah es aus? Überrundung und alles gut gelaufen oder Überholvorgänge von den anderen? Generell keine Probleme, überhaupt keine. Sehr schön. Also fair, alle Platz gemacht. Also wie gesagt, auch was ich gesehen habe, oh, ich habe jetzt natürlich, den muss ich ausmachen, mein Fehler. So, was ich gesehen habe, wirklich total super geile Zweikämpfe, Überholvorgänge auch, ihr habt euch wirklich schön Platz gelassen. Siehst du das genauso, dass es hier richtig fair abgeht in der Serie A? Ja, definitiv. Also es ist selten echt, wo es irgendwie nicht fair mal gewesen wäre oder so. Es ist eigentlich zu 99% ist es immer fair. Man riecht die Augen eigentlich ja auch immer dieselben Fahrer auf der Strecke. Man lernt sich kennen, auch mit dem Training und mit dem Fahren und definitiv. Man weiß genau, wie derjenige dann handelt. Was mich freut, ich kenne einige andere Fahrer auch, die sind auch mit dem Honda unterwegs. Warum, wenn ich fragen darf, ausgerechnet der Honda? Weil den keiner fahren wollte. Und ich der Einzige sein wollte mit einer Karre, die keiner fährt.
Deswegen bist du ein Exot für mich. Ja, ja, zumindest war es die einzige Karre mit einer BOP. Es wäre noch der Nissan gewesen, aber den bin ich schon mal gefahren vor 3-4 Jahren oder so. Der 488er Evo hat leider keine BOP und der Lexus auch nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich der Ferrari geworden, der alte. Aber ohne BOP ist es halt ja, unmöglich eigentlich mitzufahren. So, dann schauen wir doch mal, gehen wir doch mal zum nächsten. Auf die Startnummer 42. Das ist der zweitplatzierte Alexander Rötsch. Herzlichen Glückwunsch, P2. Hast du ja den Platz noch erkämpft vom René? Also war ja ein heißer Kampf zwischen euch beiden. Alles so gelaufen, wie du dir das gewünscht hast? Oder war da ein Fahrfehler drin vom René, dass du da vorbeigegangen bist? Auch von dir ein kurzes Statement zum Rennen, ob alles so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, prinzipiell schon. Der erste Stint lief ja spitzenmäßig. Habe ich die Wand oben unnötig gestreift. Das waren dann die ersten paar Sekunden Schaden, was auch nichts getan hat. Ein bisschen ärgerlich war der eine Fehler vor dem Boxenstopp, wo ich dann die 6-7 Sekunden Vorsprung, die ich gehabt habe, verloren habe. Fehlerfrei war das Rennen nicht. Das war einiges an Fehlern drin. Ich bin froh, dass es jetzt so war, dass ich René zweimal überholen habe müssen. War ein bisschen ärgerlich. Aber das hat alles gepasst, ja. Sehr schön. Was ich ganz vergessen habe, René, hattest du einen Schaden oder am Auto? Ja, 17 Sekunden waren es. Okay, also wie gesagt, bist du auch also nicht fehlerfrei oder schadenfrei durchgekommen? Nee, um Gottes Willen, leider nicht. Ohne Schaden, glaube ich, hätte Alexander auch, glaube ich, schwerer gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Und sonst, wie war es, fandest du so, also wirklich auch faires Rennen und alles gut gelaufen, ne? Ja, ich schließe mir René an. Ich möchte an der Stelle Lob an alle Fahrer aussprechen. Das war wirklich sehr diszipliniert heute. Hat kaum irgendwas gegeben, was mal wirklich gefährlich war. So, dann gehen wir doch mal. Ich suche schon mal das Fahrzeug raus. Wo ist er? Wo ist er denn gestartet? 313. Wo habe ich denn das Auto? Bist du so weit hinten gestartet? Ich meine Platz 16. Da haben wir doch. So, alles klar. Popometer, genau, der schwarz-gelbe oder neon-gelb-schwarze. Ja, wie gesagt, Sieger Marcel Bauer, herzlichen Glückwunsch. Geiles Rennen, super gefahren. Hast auch einige Pro-Fahrer hinter dir gelassen. Also sah alles sehr gut aus. Schöne Zweikämpfe gehabt mit den anderen. Auch natürlich deine Frage oder an dich, wie fandest du deine Strategie gegen sie auf? Ist das Rennen top gelaufen oder hattest du irgendwelche Fehler, Schäden, Einschläge und etc. pp? Du hast das Wort, bitteschön. So, ich muss jetzt mal ein bisschen Luft holen, ich bin völlig aus Atem. Der erste Stint war relativ okay, wir waren glaube ich eine 6er Gruppe, 7er Gruppe am Anfang. Hab da relativ viel Zeit verloren. Dann habe ich gesehen, das Boxenfenster geht auf, bin dann ziemlich früh an die Box, konnte dann meine Pace gehen, weil ich kein Auto mehr vor mir hatte, habe dann einen guten Undercut gemacht und war dann überraschend auf Platz 1, hatte keinen Schaden, keinen Fehler, nur am Ende, die letzten 20 Minuten, meine Reifen waren einfach am Arsch. Entschuldigung für das Wort, aber da ging gar nichts mehr bei mir. So, der Server hat jetzt gerade zugemacht. Da kann ich jetzt leider. Klasse Rennen. Bin mega zufrieden. Das ist doch schön. So, und wie gesagt, für mich war es natürlich. Ist der René, der Matthias hier? Nein, da gehe ich dann gleich mal rein. Nochmal kurzes Feedback mit dem nachher machen. Ja, also wie gesagt, ich sage auch erstmal vielen, vielen Dank an euch dreien, dass ihr da gewesen seid. Ich bedanke mich dafür, dass ich euch streamen durfte. Auch wenn ich die erste halbe Stunde technische Probleme hatte, der Server war total am Spinnen, das muss an Twitch gelegen haben. Nachher ging es ja, das ärgert mich am meisten. Und tut mir, wie gesagt, deswegen auch für die Zuschauer leid, dass diese Probleme da waren. Und ja, demnächst seht ihr mich dann in der Endurance League. Die werde ich dann die letzten 6 Rennen definitiv streamen. Auch dann wird natürlich alles in Ordnung sein. Ich hoffe, ich sehe euch, dass ihr dann dabei seid. Ich gehe mal von aus, ihr fahrt auch Endurance. Definitiv. Ja. Sehr schön. Das ist dann schon mal. Deswegen, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr da gewesen seid und entlasse euch dann in den wohlverdienten Feierabend. Trinkt euch ein Bier oder geht in die Eisbox oder ist egal.
Danke, dass ihr da gewesen seid. Und ja, ich werde dann jetzt noch meinen Raid starten, meine Verabschiedung reinhauen und dann schauen wir mal. Dürfte ich noch ganz kurz was sagen? Ja, klar, auf jeden Fall. Beziehungsweise noch Grüße loswerden. Hau raus. Ich wollte meine Freundin grüßen, also noch Freundin, weil am Samstag steht die große Hochzeit an. Wenn sie da zuhört, viele Grüße. Achso, du heiratest am Samstag. Ich heirate diesen Samstag, ja, in 2 Tagen. Achso, dann ist sie nicht mehr deine Freundin. Richtig. Dann ist sie deine Frau. Ja, also wie gesagt, von mir aus, ich drück dir die Daumen. Ich bin jetzt fast 21 Jahre mit meiner Frau zusammen. Wir sind jetzt 14 Jahre verheiratet, haben 3 Kinder großgezogen. Also ich drück dir die Daumen, dass es bei dir genauso läuft. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Und trink dir dann einen da drauf. So, wie gesagt, ich werde dann jetzt, muss ich erst mal gucken, wo das ist. Ja, danke Matthias, ich weiß, du weißt doch, ich mache gerne den Stream. Und jetzt muss ich mal gucken, ab Ende, so, Ende, da muss ich jetzt rein. Jetzt kommt der Ablauf, hier geht's runter, es ist ein anderes Bild wie meins. Ich sage euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr da gewesen seid. Das Streamende naht, wir werden noch einen Raid starten und zwar geht's, ich schau mal wohin, wen ich anbieten kann. Natürlich möchte ich einen jemanden machen, den ich da ein bisschen... Wisst ihr was? Wir gehen zum guten... Scofield, da gehe ich gerne hin. Der David macht richtig geile Mucke. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mit rüber geht. Macht da genauso Spielstimmung wie ihr hier. Ich sage vielen, vielen Dank für die Raids. Vielen, vielen Dank für die Subs, die Bits, die Follows, die ihr da gelassen habt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen hier bei Hove Sim Racing. Und dann werden wir jetzt den Raid starten. Ich hoffe, ihr kommt alle mit und macht da drüben Stimmung. Danke, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin bis Sonntag dann in Wilhelmshaven bei meinem Marinetreffen. Und jetzt gehen wir rüber zum David. Der Detonator sagt Ciao mit V. Every time we try to hide.